Bei Liebevoll wurde uns die Frage gestellt, wie Unterordnung in der Ehe praktisch aussehen kann heutzutage. Und das ist ein großes Thema und ich durfte im Laufe unserer Ehejahre viel darüber lernen. Meine Mutter hat es mir schon gut vorgelebt, aber ich hatte eher die Überzeugung, dass es einfach so eine Pflicht für uns Frauen ist. Und ja, habe nicht den tieferen Sinn dahinter verstanden. Es gab Zeiten in unserer Ehe, wo ich sogar dachte, weil André mir nicht ein guter Ehemann ist oder mich verletzt hat, dass er gar nicht meine Unterordnung verdient oder dass ich keinen Grund habe, das auszuleben. Und musste dann ganz ernüchternd feststellen, dass ich durch dieses Denken und durch mein Verhalten gegen Gott sündige. Und dass es kein Problem in erster Linie zwischen uns war, sondern zwischen Gott und mir. Als wir vor über anderthalb Jahren unsere Tochter bekommen haben, musste ich so deutlich feststellen, dass das Problem der Unterordnung schon viel früher anfängt. Und zwar war es bei unseren Jungs immer so, dass die, wenn die rebelliert haben oder uns widersprochen haben, dass es denen wirklich um die Sache ging. Aber bei unserer Tochter ging es immer ums Prinzip. Sie wollte über mir stehen. Sie wollte nicht, dass ich das letzte Wort habe. Und bei André genauso. Ja. Und das hat mich so daran erinnert, an 1. Mose, wo Gott sagt, nach dem Sündenfall, unter welchem Fluch Mann und Frau stehen werden. Und da steht ja, dass die Frau immer dem Mann befehlen möchte. Ja, wir wollen dem Mann befehlen. Und das hat mich so daran erinnert und ich fand es so krass, dass man das bei einem kleinen Mädchen schon sehen kann. Und ich bin mir sicher, dass man das bei mir damals auch schon sehen konnte. Und es liegt einfach in uns drin und es ist eine Folge des Sündenfalls, aber Gott hat ganz andere Pläne, wie in so vielen. Und er hat diese Pläne zu unserem Wohl. Absolut. Ne? Nicht, weil es irgendeine Last für uns wäre, sondern weil so seine gute Ordnung, sein guter Plan erst verwirklicht werden kann. Mhm. Und das Thema Unterordnung hat einen viel größeren Sinn. Absolut. Und ich durfte erkennen, dass ich dass es nichts zwischen André und mir ist, sondern dass ich durch die Unterordnung Christus und die Gemeinde widerspiegeln kann. Und dass wir das in unserer Ehe tun können. Wenn ich mich André unterordne, dass ich zeige, dass die Gemeinde sich Christus genauso unterordnet. Und das hat für mich die ganze Perspektive sehr geändert. Es war oft schwierig, das so praktisch anzuwenden und gerade im Alltag mit kleinen Kindern. Es war so viel Trubel und sich dann auf solche kleinen, oft zeigt sich das ja sehr versteckt, sich darauf zu konzentrieren, war schwierig. Und oft habe ich viele Fehler gemacht. Ich bin eher so eine Macherin und habe dann eher gesagt, ach, André nimmt das nicht in die Hand, ich mach's einfach. Und ich habe oft gedacht, André hat nicht die Ahnung, was jetzt gerade gut ist für die Kinder, für die Familie, ich entscheide einfach. Und bin André sehr übergangen und habe auch oft gedacht, warum versteht er es nicht? Warum weiß er nicht, was das Richtige für uns ist? Er muss doch das Haupt sein, er muss doch vorangehen. Bis ich verstehen durfte, Gott hat uns unterschiedliche Rollen gegeben. Und André hat nicht die gleichen Aufgaben wie ich. Er muss nicht das Gleiche wissen und verstehen wie ich, weil wir unterschiedlich gemacht sind und einander ergänzen sollen. Und ich habe dir oft Unrecht getan, ne, indem ich wirklich Vorwürfe gegen dich hatte, dass ich
Ja, obwohl du nichts dafür kannst, weil Gott uns so unterschiedlich gemacht hat. Ne? Und ja, jetzt durfte ich dann mehr und mehr verstehen, dass ich André ergänzen darf, dass ich ihn unterstützen kann und nicht ihm etwas wegnehme. Ne? Das machst du echt gut. Ich lerne. Ich habe ein gutes Buch gelesen von Elizabeth George, Eine Frau nach dem Herzen Gottes, wo sie sehr praktische, hilfreiche Tipps gibt. Und ein Tipp davon war, dass sie sagt, reagiere auf die Vorschläge von deinem Mann einfach grundsätzlich positiv. Denk dir ein Wort aus und antworte immer dieses Wort. Sie hatte zum Beispiel gesagt, klar. Wenn er sagt, lass uns einen Ausflug machen und du sagst, klar. Oder es ist total simpel, aber es ist nicht direkt, wie kommst du auf so eine verrückte Idee oder direkt so niederschmetternd, sondern dass es immer unterstützend wirkt. Und dann sagt sie, kann man ein Gespräch aufbauen wie ein Butterbrot, sage ich mal. Dass man erst diese Brotscheibe hat, wo man grundsätzlich positiv ist und sagt, klar, unterstützend reagiert. Und dann kann man unterschiedliche Schichten drauflegen und sagen, wäre es nicht besser? Ja, oder Rückfragen stellen. Okay. Ne? Was denkst du, wie das für die Kinder wäre? Hast du eingeplant, dass das Kind noch einen Mittagsschlaf machen muss? Oder halt nicht so, ich war oft so überrollend und habe gesagt, das funktioniert alles nicht und warum hast du es nicht besser durchdacht? Aber sie beschreibt oder gibt diesen Rat so liebevoll, dass wir Frauen unterstützend wirken, indem wir so positiv auf die Bemühungen des Mannes reagieren und dann aber durch die Rückfragen ihm Hilfe geben, das noch ein bisschen auszufeilen, den Vorschlag oder noch zusammen darüber zu denken. Unterordnung wird oft ja auch mit so einem Bestimmen verbunden. So fast Unterdrücken. Ne? Ja. Aber wir erleben das in der letzten Zeit, dass wir so ein gutes Team sind dadurch. Wenn jeder so seine Rollen einnimmt, dass wir uns ist das so wichtig, ein Team zu sein, ja, Entscheidungen zusammen zu treffen. Und ich würde mich verletzt fühlen, wenn er mich total übergehen würde und sagt, ich mache mal jetzt mein Ding. So bin ich sicher, dass Gott sich das nicht vorgestellt hat. Aber ich möchte ihn unterstützen und ihm helfen, die Entscheidungen zu treffen zum Wohle unserer Familie. Ja. Und wenn dir Informationen fehlen, ne, und du nicht den Überblick hast, dass ich durch Rückfragen unterstützend dich unterstütze, genau. Und damit bist du dann ja auch voll die Gehilfin. Ne? Alles andere wäre einfach nur Ja-Sager und eher Marionette, aber keine Gehilfin. Nee, ne? Ja. Aber ich möchte diesen Blick haben und das wünsche ich euch auch, zu gucken, wo können wir unsere Männer ergänzen, herauszufinden, wo wir, wie hat Gott den Mann gemacht und was ist unsere Rolle als Frauen, ihn zu ergänzen und so, dass sich das so vollendet, ne? Ja, Mann und Frau. Und ich glaube, wir dürfen uns anpassen und Gott hat uns so viele Gaben und Fähigkeiten gegeben, um eine Beziehung, eine Ehe so abzurunden und zu so einem Ganzen zu voll, bringen. Absolut. Genau, ich wünsche euch, dass dass Gott euch dabei hilft, euch Weisheit gibt und eure Ehe segnet.